Und jetzt kommt der heilige Moment. Das nervt mich hier. Guck mal, dass das da oben so hoch geht. Jetzt in umgekehrter Reihenfolge müsste eigentlich Plug and Play draufgehen. Für 20 Euro kann man eigentlich sagen, aber so richtig top sieht das nicht aus. Nein, 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 nein. Das sind echt Mistkerle, ne? Kleiner Top-Tipp, bevor ihr das Ganze alles ausbaut. Sieht man mich, ne? So, Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Fahrdoch. Und heute ist Upgrade-Tag für den BMW 335D E92 Bimmerboss. Ich habe unheimlich viele Sachen bestellt. Ey, das sieht hier aus wie ein Warenladen, ne? Meine Frau dreht schon durch. Aber ich verstehe die Frauen jetzt so ein bisschen, weil dieses Bestellen macht unheimlich viel Spaß. Das Rumgesuche im Internet nach neuen Teilen, super geil. Aber das ganze Zeug bauen wir heute ein. Sprich, wir haben einmal neue Haubendämpfer. Sind nötig, weil die sind immer, also die Haube ist immer zugefallen. Dann auf jeden Fall neues BMW-Logo. Dann der M-Performance-Schaltknauf, ne? Weiß gar nicht, wo der ist. Aber der ist super geil. Wo ist der Performance-Schaltknauf? Hier ist er. Oh, mein ganzer Stolz. Dann LED-Blinker bauen wir ein. Und vor allem auch neue Fußmatten, weil die alten, die sahen ja aus wie Grütze, ne? Und vor allem, sag mal, auf die bin ich richtig stolz. Guck mal, ich habe sie bekommen für einen relativ guten Preis. Haha, LCI-Rückleuchten. Bam, Funkelnagel neu, OEM, super. Ich werde euch einfach mal so ein bisschen durchführen. Ich bin kein absoluter Profi, ich werde auch wahrscheinlich ein bisschen Unterstützung holen. Aber die Sachen, die man selber einbauen kann, die werden wir zusammen machen. Und ja, ich bin richtig gut drauf, ich hoffe ihr auch. Und vor allem, ein Punkt, den schaffen wir aber heute nicht mehr. Guckt euch mal diesen Teller an, ne? Eine richtig ordentliche Pizza, aber die bauen wir in der nächsten Folge mit dem Julian ein. So, nicht lange rumfackeln. Ich würde mal sagen, wir legen einfach mal los. So, bevor es losgeht, habe ich noch ganz kurz ein bisschen abgewaschen, weil da ist überall Dreck vom Winter, ne? Das sieht einfach schlimm aus. Und wenn du dann vor allem hier am Scheinwerfer rumarbeitest, dann hast du den ganzen Dreck dann auf den Fingern. Ist nicht so schön. Innen werde ich auch noch ein bisschen putzen, damit wir die Innereien auch noch angenehm verschönern können. Ja, und dann geht's los. So, schnell hier vorne noch. Guck mal hier das BMW-Logo. Eieieiei, ich habe noch nie so ein verblichenes BMW-Logo gesehen. Ganz ehrlich, ne? Ich bin so froh, dass ich jetzt ein neues habe. Das muss unbedingt weg. Guti, Freunde, dann mal ran an den Speck. Und dann fangen wir mal an mit einem ganz leichten Thema, und zwar Fußmatten, ganz klar. Also ich habe mir ein paar bestellt für 38 Euro. Das ist natürlich so ein bisschen in M-Optik, ne? Mit der Ziernaht. Sieht ganz ordentlich aus, ne? Ein bisschen Leder. Ja, das ist in Ordnung, weil ich habe, ja, man kann da schon einiges falsch machen. Ich habe mal bei meinem alten E90 einfach für 25 Euro hier gekauft. Die haben nach einem halben Jahr schon ausgesehen wie die jetzt hier. Pass mal auf, weil die sind hier auch bestimmt keine OEM. Gut, Beifahrersitz geht noch. Fahrersitz sieht aus wie Wolle. Aber weg damit. Wir haben jetzt hier funkelnagelneue. Und das kann natürlich jeder zu Hause machen. Was hier ganz schön ist, hier sind auch diese Velcro, ja, diese Halter, die man an den Boden schraubt, mit dabei. Ganz schön, weil es kann mal sein, dass da einer ja, flöten gegangen ist oder so. Hier einfach dran, das Ding hält. Ich merke jetzt schon hier, wenn ich die Dinge mal abmache, schaut mal hier, so ultra qualitativ geht's so, ne? Klar, die Original-BMW-Dinger sind natürlich besser, aber das sollte jetzt erstmal für unser Projektauto reichen. Wir wollen ja nicht zu viel Geld ausgeben. Vor allem für euch als Info, alle Sachen, die ich bestellt habe, gibt's natürlich unten im Link. Dann könnt ihr euch ja auch mal selber bespaßen mit Sachen. Hier haben wir den Übeltäter, guck mal, der liegt schon gar nicht mehr richtig. Der flimmert da irgendwo in der Gegend rum und vor allem, der hat nicht diese Velcro-Patches hier, ne? Das hat halt immer genervt, das Ding ist immer drunter gerutscht. Finde ich jetzt super mit den neuen. Hier, guck mal, kriege ich erst kotzen, wenn ich den sehe. So, einmal rein mit dir. Okay, guck mal, kleines Problem. Die sind tatsächlich ein bisschen zu groß, kann das sein. Schaut mal, hier an der Ecke,
Also so richtig passgenau. Warte mal, ich gehe noch mal einen Ticken nach hinten. Aber dann sieht es halt hier blöd aus, gell? Aha. Okay. Ja, das ist, finde ich, jetzt so semi-geil, ne? Guck mal, der hebt halt hier nicht so richtig. Warte mal, ich biege ihn mal so ein bisschen durch. Das nervt mich hier. Guck mal, dass das da oben so hoch geht. Na, ob das die richtige Entscheidung war, wird die Zeit sagen. Gut, nächster Akt und zwar das BMW-Logo. Also ihr habt ja schon in verschiedenen Videos gesagt, das sieht ja bescheuert aus, gebe ich euch vollkommen recht. Guck mal, das ist so platt, so matt, das ist einfach hässlich. Aber relativ einfach das Ganze. Am besten macht man es professionell mit diesen Prying Tools, auf Englisch gesagt, also diese Plastikdinger, die man dann reinschiebt. Wir machen es hier so ein bisschen do-it-yourself, ne? Einmal mit dem Schraubenzieher, einmal mit einem kleinen Kindermesser. Habe ich jetzt einfach mit Tape zugemacht, damit das Ganze hier nicht verkratzt. Zudem nehme ich noch ein bisschen ein Tuch und dann starten wir die Geschichte. Was hier schon auffällig ist, das ist ja gehalten durch diese kleinen Plastiktüllen. Die sehen schon richtig ausgenudelt, das Teil lässt sich schon ordentlich bewegen. Muss man auf jeden Fall jedes Mal, wenn man das BMW-Logo wechselt, neue einfügen. Zum Glück haben wir die. Die werden wir fast abgehauen, als die Bestellung kam. Sind durch eine Ritze abgehauen, die kleinen Schweine. Aber legen wir mal los. Hier einmal schön drunter. Der Julian, der war da ziemlich grob, muss ich sagen, bei seinem Tutorial. Der ist da einfach drunter gehackt und hat dann das ganze BMW-Emblem zerstört. Ich werde da so ein bisschen vorsichtiger an die Sache rangehen, weil mir ist der Lack tatsächlich noch ein bisschen zu schade. Oh, geht ja wunderbar ab. Zack, weg ist das Teil hier wieder. Tschüss. Und dann schnappt ihr euch eine Zange und holt mal diese Plastiktüllen hier raus. Er will nicht, er will einfach nicht. Jawohl, tschüss. Ja, leck um hier. Da sieht man schon, dass das Plastik nicht mehr ganz so fett ist. Zack, raus damit. Jetzt putzen wir mal das Ganze mal so ein bisschen. So, einmal putzi putz. So, dann schnappen wir uns als nächstes die Tüllen. Das ist natürlich jetzt typisch. Das ist eine schon wieder weg, ne? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Wo ist die jetzt hin? Ach, die habe ich hier drauf. So. Nein, 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 nein. Das sind echt Mistkerle, ne? So, mit ein bisschen Geduld und ein wenig Druck geht das Ganze, ja? Hey, sag einmal. Ah, gut. So, und jetzt kommt der heilige Moment. Natürlich nicht falsch rum, auch das ist natürlich sehr schwach. Jetzt machen wir es richtig rund drauf. Schön die Kraft verteilen. So. Optimal. Da haben wir es. So, nächste Aufgabe und zwar sind es die Haubendämpfer. Ich habe hier einfach so zwei Aftermarket-Dinger gekauft für knapp 22 Euro. Ja, ich denke mal, die tun ihren Zweck. Hierbei, an sich ist es ganz relativ simpel. Ne? Das sind einfach zwei Clips zu öffnen und das war's. Hier nehmen wir auch wieder zwei Schlitzis zur Hand. Und vor allem, weil, Das geht mir langsam auf den Keks, wenn man an seinem Motor arbeitet, ne, und das Ding fällt die ganze Zeit zu. Schaut mal, also wie oft ist das beim Fahrwerk einbauen dem Julian, das Ding schon auf den Kopf gefallen. Muss gemacht werden. Aber wenn ihr das ausbaut, denkt daran, wenn zwei die Haube schon nicht halten können, dann kann einer erst recht nicht. Deshalb holt euch so einen Helfer hier, stellt den rein und dann seid ihr safe. So, los geht's. Hier mal einmal mit dem Schlitz hier rein. Gut aufpassen, dass die nicht abhauen hier, die Clips. Oh, ist der ist schon richtig schmierig hier, der Kollege hier unten. Und da ist er raus. Perfekt. Den neuen in umgekehrter Reihenfolge hier dran bauen. Natürlich nicht falsch rum, ne? Darf man nicht vergessen. Aber zack, der Clips einfach so drauf. Gleiches Spiel oben. Mal drehen. So. Ja, wunderbar. So easy geht das. Ja gut, das kriege ich sogar hin. Also, das war easy. Hier das Hightech-Fahrdochgerät mal wegtun. Hält wunderbar. Machen wir mal zu. Oh, schönes Gefühl. Jawolla. So sollte sich eine Haube anfühlen. Was mir aber aufgefallen ist, guck mal, das müssen wir auch noch machen. Hier, das sieht einfach plörrer aus, ne? Aber das kommt in einem anderen Video. So, Schalterfreunde, jetzt müsst ihr ganz stark sein, denn
Wir tauschen den Gangwahlhebel der Automatik aus. Einige haben gefragt, wieso hast du dir keinen Schalter geholt? Es gab den E92 335D nie als Handschalter, immer nur mit der Automatik. Aber jetzt habe ich mir einfach eiskalt mal den Performance-Schaltknopf geholt. Das ist einfach ein Hammerteil, oder nicht? Im Vergleich zu dem, was wir davor hatten. Klar, er war ein bisschen teurer, sagen wir es mal so. Also ich habe ihn jetzt für 79 Euro bekommen. Da pendelt er sich ungefähr ein. Es geht sogar bis 100 Euro. Aber mehr als 80, 85 würde ich da echt nicht ausgeben. Aber der sieht hochwertig aus. Wir haben auf der einen Seite Alcantara, dann normales Leder in Schwarz und dann dieses Silberne. Sieht richtig gut aus, gefällt mir. Und ich freue mich total, ihn jetzt einzubauen. Vor allem, weil das Ding davor, das sieht so ausgelutscht aus. Aber den machen wir jetzt schon mal weg. Ich lege den neuen mal geschwind zur Seite. Und an sich ist es hier auch ganz easy Plug and Play. Ne? Bleibt unbedingt in der P-Position und dann einfach den Snoopsi ziehen und dann mit beiden Händen schön drücken. Zack, aufpassen, nicht den Kopf drüber halten. Habe ich auch schon mal gesehen, die sich das Teil, bam, sich selber ins Gesicht gehauen haben. Aber ja, jetzt in umgekehrter Reihenfolge müsste eigentlich Plug and Play drauf gehen. So, bis es Klick gemacht hat. Da ist der Klick und dann sitzt das Ding super stabil. Fest sich geil an. Gott, bin ich jetzt froh. Sehr schön. So, dann machen wir mal die Blinker und hier kann man ganz klar sehen, ey, guck mal, die sehen schon richtig ekelhaft aus, oder nicht? Völlig vergilbt, schwammig, nicht mehr schön, da kann man gar nicht mehr richtig durchgucken und vor allem hier die Dichtung da hinten sieht einfach nur noch ekelhaft aus. Das sind jetzt die neuen. Da gab es natürlich verschiedene Varianten, die man auswählen konnte. Ich bin jetzt nicht zu assi gegangen, sagen wir es mal so, also diese Wischblinker oder diese schwarzen mit so einem kleinen Punkt nur. Ich habe mir gedacht, die sehen eigentlich ganz ordentlich aus, für knapp 22 Euro auch. LED-Blinker, ja, sehen eigentlich ganz fein aus. Und Montage an sich auch relativ einfach. Und zwar geht man her, weil ihr seht es ja hier, der Clips geht nach hinten, sprich ihr müsst in Fahrtrichtung nach hinten sozusagen das Ganze schieben. Boah, das ist richtig festgegammelt, ne? Guck mal. Ja, jetzt erstmal ordentlich putzen. Und dann einfach hier rausklipsen. Und jetzt müsste es theoretisch Plug and Play passen. Also hier einmal passend zu dem Ganzen noch reinschieben. Und dann einfach rein mit dir. Ich habe es jetzt drauf bekommen, aber es geht. Aber das Problem ist jetzt wieder diese Gummidichtung, die sitzt halt jetzt nicht perfekt. Ne? Also da muss ich jetzt so ein bisschen hier so rumfriemeln. Ich habe keine Lust, die gleich zu zerstören. Ja, es ist ehrlich gesagt so semi-geil. Ne? Ich bin so ein bisschen enttäuscht im Moment. Es geht schon. Kann man schon machen, sieht ordentlich aus, vor allem ist es extrem hell, das gefällt mir gut. Klar, es sieht im Vergleich zum anderen schon ordentlich aus, ne? Guck mal. Aber hier, das da nervt mich so ein bisschen. Guck mal, wie das absteht. Ich krieg's vor allem nicht weiter rein. Guck, es bleibt so. Es hält, aber sieht so ein bisschen sehr unprofessionell aus. Naja, sagen wir es mal so, mit denen bin ich jetzt nicht ganz so glücklich. Sie sind okay, für 20 Euro kann man eigentlich nichts sagen. Aber so richtig top sieht das nicht aus. Ein kleines, aber feines Detail, was man super schnell und einfach austauschen kann, sind hier die Seitenspiegelgläser. Ihr könnt es hier schon erkennen, das sieht natürlich auch schrecklich aus, ist kein Nutella oder so. Nein, das Ganze ist hier oxidiert, weil die Spiegelgläser ab Werk mit so einer Aluminiumbeschichtung kommen. Das kann halt mit der Zeit, kommt ein bisschen Feuchtigkeit rein und dann entsteht halt es. Ne? Aber das Ganze ist kein Hals- und Beinbruch, denn die Dinger kosten knappe 20 Euro, dann habt ihr zwei Stück und mehr als ein Schlitzi. Und ein Tuch braucht ihr nicht und dann kann es schon losgehen. Klar, die Profis machen es natürlich mit diesem speziellen Werkzeug, diese Plastik-Nupsis, die man da reinschiebt und dann das Ganze aufmachen kann. Ich habe auch schon welche gesehen, hier, die es mit dem Zollstock aufgemacht haben. Ich habe es hier wieder mit meinem Schlitzi und einem Tuch, das reicht dann auch. Was man jetzt als erstes macht, man schiebt sozusagen den Seitenspiegel oder Spiegelglas so weit wie möglich nach innen, damit man hier ein bisschen mehr Zugang hat. So, dann nehmt ihr euer Tuch und dann geht ihr unter das Plastik. Gehäuse und dann klebt ihr das Ganze raus. Das hört man auch, die beiden Klipse fertig. Dann die Kontakte natürlich entfernen. So.
Tada, und draußen ist er. Auch weg damit. Was ich jetzt noch schnell machen werde, ich werde so ein bisschen das Ganze putzen, weil man sieht das auch, 200.000 Kilometer sind nicht spurlos an dem Ganzen vorbeigelaufen. Aber das sieht ja schon ganz gut aus. Dann, ich gehe mal ein bisschen noch raus. So. Neues Spiegelglas. Klar, kleiner Top-Tipp, bevor ihr das Ganze alles ausbaut, erstmal checken, ob die überhaupt passen. Ne? Weil klar, sind natürlich nicht alle Spiegel gleich. Wenn man die Spiegelgläser von einem E46 bestellt, bei einem E92, passt nicht. Und jetzt im Grunde genommen in umgekehrter Reihenfolge wieder dran bauen. So. Und dann sind die Kontakte auch wieder dran. Und jetzt, ihr seht es ja, die Aufnahme hier und die anderen Aufnahmen hier am Spiegelglas muss man dann schön mittig aufsetzen und dann einfach mittig drücken. Also jetzt nicht außen, weil da kann es sein, dass der Spiegel gleich bricht. Ihr habt ja gesehen, die Aufnahmen sind ja hier ungefähr im Kreis. Einfach mit der Hand hingehen und dann schön drücken. Man hört die Klickse dann, also nicht hoffen, wenn es einmal oder zweimal klickt, dass es hält, sondern wirklich schön 3-4 Mal, damit alle eingerastet sind. Seid ihr fertig. Guti, Freunde, das ist jetzt eigentlich so die Stelle, wo es am absolut spannendsten werden sollte, denn wir wollten ja eigentlich hier die Rückleuchten tauschen und ich muss euch wirklich enttäuschen, ich habe es total verdattelt. Ich bin ein absoluter Vogel, weil ich habe gedacht, ich kaufe mir die hier für knapp 400 Euro, was für mich echt ein Schnapper war, habe aber vergessen oder besser gesagt, ich habe gedacht, dass die Adapter dazu kommen, weil BMW ist ja nicht blöd für ein LCI, ne, da die gleichen Adapter zu nehmen, dass man einfach Plug and Play das Ganze reinbauen kann. Die muss ich mir jetzt noch holen. Bitte seid nicht enttäuscht. Das Highlight vom ganzen Film ist eigentlich jetzt nicht mehr da. Aber ihr könnt euch ja ungefähr vorstellen, wie das aussieht. So. So ungefähr. Also es wäre schon sexy, aber ich muss jetzt noch ein paar Tage warten, bis der Adapter da ist und dann können wir es einbauen. Aber es ist eh ein relativ langer Prozess, einfach, aber lang und da werde ich ein Einzelvideo dazu machen. Es ist fast schon ein bisschen wie so eine Geistenshow, ne? Man denkt, irgendwann kommt der Höhepunkt, der wird super geil und eigentlich passiert die ganze Folge lang gefühlt gar nichts. Aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen was zeigen. So Kleinigkeiten, die man machen kann, die wirklich jeder machen kann, super einfach sind, nicht zu viel kosten. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Schreibt mir unten in die Kommentare, gibt es noch ein paar Sachen, die ihr noch sehen wollt, also die ich noch machen kann oder vielleicht auch soll. Ich habe schon ein paar Ideen noch, aber dazu später mehr. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns bald wieder für ein neues Video mit dem BMW-Boss. Bis zum nächsten Mal.